Was war denn da drin? War nur diese Streithähne? Nee. Da ist ja. Okay, hier war ich schon mal. Was hat die da unten denn noch zu vermelden? Welches Buch lese ich als nächstes? Ich kann Dunkle Schatten empfehlen. Ja gut, die liest nur, die kann bleiben. Ansonsten hätten wir diesen Ort langsam bereinigt von Vampiren. So, war das hier? Ach, das war die Kirche mit diesem Blut-Heini. Ja, da haben wir ja alle weggemacht. Im Keller war auch noch jemand, ne? Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Ja. Na gut. So viel dazu. Ich schau jetzt mal, was sie da so macht in meinem Schloss. Ach, die steht jetzt auch da oben rum. Kommen alle diese Follower in den Raum? Giftstiefel. Wollt schon mal Giftstiefel. Und wie sieht's aus? Konntest du bereits was für mich stehlen? Noch nicht, aber wenn ihr etwas später wiederkommt, habe ich bestimmt etwas für euch. Wir kommen dann später wieder. Ja. Na gut, wäre auch ein bisschen schnell gewesen. Ich stelle ja auch eigentlich nur die Besten ein. Was macht sie jetzt eigentlich nochmal? Tränke oder so? Nee, also, mir gefällt es wirklich gut in eurem Schloss und für eure Vampire ist durch mich und auch gut gesorgt. Das sollte ihren Lebensgeist erwecken. Sehr gut. Krieg ich für einen Weinkeller-Raum auch noch wen? Was macht das Skelett hier? Ich räume auf, Meister! Ihr seht Momente. Oh nein, Ronak! Dann gehen wir jetzt in den Keller. Schauen wir mal. Lass ich mal schauen, dieses eine Gefängnis. Ah, vielleicht ist das für so heilige Kreuzzug-Leute. Die Verstärkung ist auch schon am Vorbereiten. Viel zu leer, darum sollte ich mich wirklich kümmern. Hä, wer ist denn da drin? Meister, ein Gefängnis für die schwächeren Vampire. Was sich entschließt, Vampire gefangen zu nehmen, wenn wir sie hier einsperren. Darum kümmere ich mich schon bald. Ach so, schwache Vampire fange ich da drin. Ja, und was bringt mir das? Alter, mein Silbervorrat. Ui. Ich habe jetzt noch ein Beherrschungsring, ne? Was macht sie? Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus! Svenja, Tränke. Nichts tun. Der macht meinen Dingsbums mehr wert. Lucifer. So, jetzt wird jetzt erstmal der. So befindet sich nun bei deiner Schatzkammer. Ist jetzt da kein Skelett mehr, oder was? Ah. Ist hier, diese Rune ist da. Was ist hier? Da ist die Rune. Ach so. Ach so. So. Gebieter, ich kann euch dabei helfen, bessere Preise für euer Silber zu erzielen. Jetzt werde ich hoffen, dass du dich hier nützlich machst. Natürlich, Gebieter. So. Meister! Diese ist 2700 Silber. Das ist ein Stand, mit dem ich leben kann. Wie kann er nicht behilflich sein? 12 wieder. Also 20% mehr als davor.
Brauchen wir 25%. Nicht, dass das übervoll wird hier. Ja, eure Einnahmen aus dem Verkauf, Meister. So, was war der Rest? Was konnte ich denn noch anklicken? Ist der Status meiner Minen? Meine Silberminen haben folgenden Produktivitätsstatus. 10, 10, 10, 10. Sehr gut. Da muss ich keine Mine verbessern gerade. Aber eine neue holen kann ich auch nicht. Jetzt halt mal die Schnauze, so wie kann es auch gar nicht tun. Das ist ein bisschen Folter. Die Welt wird uns gehören, das Zeitalter der Vampire ist endlich angebrochen. Ich weiß nicht, also Zeitalter der Vampire. Ich meine, theoretisch, logischerweise müssten die Menschen ja immer in Überzahl bleiben, damit es genug Blut gibt für die Vampire, ne? Dass sie sich nicht von Tieren ernähren wollen. Deswegen weiß ich nicht. Also das finde ich ein bisschen sehr optimistisch. So. 2 Level brauche ich noch. Oder ein so ein ganz kleines bisschen. Ich fliege mal auf diese Insel ganz im Südwesten. Weil da ist ja nichts. Zumindest kein Kreuz. Vielleicht gibt es ja da noch coole neue Sachen. Mhm. Was ist das denn? Larius-Turm. Moment, ist Larius nicht der Typ, den Selen sucht? Was ist denn mein Questlog? Tempel des Blutes. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, Larius war der Dude, den wir auch mal gesucht haben, aber der ist anscheinend noch zu stark. Naja, okay. Hier war ich schon mal erkunden. Ja gut, nichts Besonderes. Dann... Da oben war Askas Schloss. Ich bin gerade ein bisschen... in Disbelief, dass ich keine Quests mehr habe, die standesgemäß sind, dadurch, dass ich jetzt einmal eine gefunden habe, noch zusätzlich. Hey, wie komme ich denn da hoch? Aha. Oh. Hä, okay. Okay, da habe ich mich jetzt reingeglitscht, aber ich weiß nicht, ob man da so dann... Ja. Niederschmetterhelm. Geil. Was geht denn hier oben eigentlich ab? Ja, den Bereich haben die wohl anscheinend noch nicht so... Hat der wohl nicht so ganz optimiert. Was für ein Ding? Das Witchen... Ach so. Ja. Vampir-Etikette habe ich gemacht. Den Dude habe ich dann auch gefangen genommen, aber der ist irgendwie auch nichts Besonderes anscheinend. Hallo? Ach, dich kenne ich doch. Warum zu geil, macht der Bürgermeister nichts. Und wo verkriecht dieser Kerl sich überhaupt? Wenn es so weitergeht, verdursten wir noch. Das wäre schlimm. Was redest du da? Und wer seid ihr überhaupt? Hä, wir waren doch schon mal hier. Wir sind nur Besucher in der Stadt und schauen uns ein wenig um, ob jemand Hilfe benötigt. Ja, ich bin mir sicher, unsere Hilfe ist überall gefragt. Vielleicht könnt ihr mir ja wirklich helfen. Ich war mir so sicher, dass ich überall durchgegangen bin schon.
Wenn ihr von außerhalb kommt, kann das von Vorteil sein. Was ist denn dein Problem? Wie ihr vielleicht bemerkt habt, führt durch Basalan kein Fluss, aus dem wir Trinkwasser entnehmen können. Wir haben nur ein paar Tümpel, die aber kein Trinkwasser beherbergen. Und unsere Brunnen sind schon langsam ausgetrocknet. Daher holen wir uns unser Wasser von einer Oase unweit der Stadt. Doch diese Oase wird von Monstern überrannt und dieser Feigling eines Bürgermeisters traut sich nicht, einen Trupp Männer dorthin zu schicken. Doch wenn wir die Oase nicht bald von den Monstern befreien, werden wir hier verdursten. Klingt nach einem Problem, das... Nicht nach einem Problem, das unlösbar wäre. Nicht so vorschnell, Selene. Was könnt ihr denn als Gegenleistung bieten? Die Dorfgemeinschaft dürfte sich sicherlich einiges kosten lassen. Ich könnte von allen Bewohnern etwas Filar einholen. Das sollte reichen, um einen Aufwand lohnenswert zu machen. Das will ich mir hoffen, dass ihr eure Taschen auch schön für mich leert. Oh Gott sei Dank, endlich jemand mit Mut und Tatendrang. Es gibt doch noch Hoffnung in dieser trostlosen Welt. Also Gott hat damit garantiert nichts zu tun. Wo ist denn die Oase mit den Monstern? Geht ein Stück in Richtung Westen, ihr solltet sie nicht verfehlen können. Wir kümmern uns darum und sind bald wieder da. Mei, schön! Neue Aufträge. Und... Excuse me, was ist denn... Achso. Level 55. Ja, naja, gut. Ist ein bisschen hoch für mich. Viel zu hoch sogar. Naja. Wer bist du denn? Dann habe ich das Gefühl, dass ich doch noch gar nicht in der Stadt war. Hallo, Fremde. Ihr habt euch eine ungünstige Zeit für einen Besuch ausgesucht. Basalan hat enorme Probleme. Vermutlich von Fedina. Ich fürchte, sie lebt in dem massiven Unglauben, dass sie in dieser Stadt sicher wäre. Doch die Wahrheit ist, dass uns das Wasser ausgeht. Und unser Bürgermeister ist einfach abgetaucht. Dann wäre da noch der verrückte Jarik, der sich unermüdlich der Suche nach einer Blutrose verschrieben hat. Doch diese Pflanzen sind hochgefährlich und haben hier nichts zu suchen. So furchtbar klingt das jetzt nicht. Ich sage es euch ganz deutlich, diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Ich sehe einige Wassertümpel, dann sollte da es doch noch ausreichend Wasser geben, oder? Hättet ihr jemals etwas Wasser daraus getrunken, wäre euch klar, dass dieses Wasser ungenießbar ist. Wir holen unser Wasser aus einer Oase im Osten. Hat der andere nicht gesagt Westen? Doch, das geht nur nicht mehr. Wir werden alle sterben. Mit der Einstellung ganz sicher. In 3 Monaten ist diese Stadt eine Geisterstadt geworden. Dann sollte man die Menschen hier noch so lange nutzen, wie sie da sind. Wie meint ihr das? Egal. Denkt, was ihr wollt. Wir schauen uns noch ein wenig weiter um. Ja, ich sollte dann vielleicht schon mal meine Sachen packen. Aber wohin kann ich nur gehen? Nirgends. Sehr gut. Aha. Ruat. Der hat ja fast so eine Asuka-Rüstung an. Na los, ihr dreckigen Hunde. Glaubt ihr, der Heilige Kreuzzug will Schwächlinge wie euch in seinen Reihen? Wie sieht der denn aus? Nein, natürlich nicht, Ausbilder Ruat. Wir strengen uns an. So seht ihr aus, wenn ihr euch anstrengt. So wenig Schweiß steht mir nicht mehr auf der Stirn, wenn ich ein Schläfchen mache. Dann solltest du mal über deinen Cholesterinspiegel nachdenken. Ja, Ausbilder Ruat, wir strengen uns noch mehr an. Worauf wartet ihr dann? Dass ein echter Vampir euch das Schwert aus der Hand schlägt und dann genüsslich euer Blut aussaugt?
Los, angreifen und parieren. Uff, das ist ein Schnaub. Das Schwert ist so verflixt schwer. Mein Gott, so wird das nichts mit eurer Aufnahme in den Heiligen Kreuzzug. Mit was für Anwärtern muss ich mich nur rumschlagen. Ja, vielleicht kann ich denen ja mal ein bisschen helfen beim Trainen. Wobei ich will keine Heiligen Kreuzzug-Leute trainieren. Weil entweder ich muss sie dann abschlachten oder die machen mich fertig. Was bist du denn? Ach, ich wünschte, ich wäre jünger, um hier mittrainieren zu können. Diese verdammten Vampire sind wie die größte Bedrohung der Menschheit. Der Heilige Kreuzzug muss einfach unterstützt werden. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ha! Danke, Jungchen, für diese netten Worte. Aber für das Kämpfen bin ich wirklich nicht mehr geeignet. Ich habe dem Kreuzzug aber mein gesamtes Vermögen gespendet. Das finde ich nicht gut. Damit kann der Heilige Kreuzzug hoffentlich eine Menge guter Ausrüstung kaufen. Mein gesamtes Vermögen? Wieso das? Ich bin alt und bald tot. Was soll ich noch damit? Aber die Jugend muss noch eine Hoffnung haben. Und die besteht nur in... Da ist vermutlich was dran. Vermutlich werde ich das Ende dieses Krieges nicht mehr erleben. Aber immerhin gehe ich von dieser Welt mit in dem Wissen, dass ich alles gegeben habe, was ich konnte, um für die Kinder eine Zukunft zu schaffen. Die hört sich so wie eine Prime-Kandidatin an, die umzuwandeln. Das mache ich, glaube ich, auch gleich. Aber erst rede ich mit den anderen, falls sie das bemerken und ich dann nicht mehr mit denen reden kann. Ja, alles gut. Gönn dir den Lurk. Lurky Schmurky, sag ich immer. Oder so ähnlich. Und ja. Noch mehr Fehler. Wie lange soll ich da noch trainieren? Bis ich endlich mit den Wachen von hier fortgehen kann. Das ist doch eine alte Frau, oder? Als ob die noch irgendwie den Heiligen Kreuzzug kommt. Es tut mir leid, das zu sagen, aber da wirst du noch eine ganze Weile trainieren müssen. Ein Vampir würde dich in Sekundenstück reißen. Ach, weißt du, ist du schon? Uff! Ich bin schon seit Tagen dabei, meinen Schwertarm zu trainieren. Schon in Kürze bin ich soweit mit den Heiligen... Safe. Wenn dir vorher dein Schwertarm nicht abfällt. Uff! Seht ihr nicht, dass ich trainiere? Ich muss es unbedingt schaffen, ein Soldat des Heiligen Kreuzzugs zu werden. Diese Stadt ist so am Ende, ich muss hier einfach weg. Da hast du ganz offensichtlich noch einen weiten Weg vor dir. Ja, das stimmt schon, aber ich trainiere so gut ich kann. Und nun stört mich bitte nicht länger, ich muss so schnell wie möglich ein guter Kämpfer werden. Das wird sicher dauern. Moin! Ihr seid hier, um euch für den Heiligen Kreuzzug ausbilden zu lassen. Ihr seht zumindest fähiger aus als diese Dilettanten hier. Ihr bildet Anwärter für den Heiligen Kreuzzug aus? Seid ihr selbst ein Krieger des Heiligen Kreuzzugs? Nicht direkt. Der Heilige Kreuzzug hat in den letzten Jahren im Krieg gegen die Vampire so viele gute Männer und Frauen verloren, dass inzwischen eine Vorausbildung von Anwärtern in die Städte verlagert wurde. Auf Burg Horan und den anderen Festungen des Kreuzzugs gibt es keine Kapazitäten, um Anwärter ohne jegliche Kampferfahrung auszubilden. Dort werden nur Eliten geschaffen. Daher ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Anwärter dort aufschlagen, zumindest eine fundierte Grundausbildung bekommen haben. So. Dann hast du also keine besondere Ausbildung des Heiligen Kreuzzugs erhalten. Was spielt das für eine Rolle? Ich kann besser kämpfen als all diese Schwächlinge hier. Doch ich werde schon zumindest ein paar Kampffähigkeiten in diesen Anwärtern reinprügeln. Zumindest bildet ihr offenbar auch Frauen aus. Hat der Heilige Kreuzzug viele Soldatinnen? Also genau genommen habe ich die besondere Anweisung erhalten, die Anzahl an weiblichen Anwärtern zu maximieren. Keine Ahnung wofür, vielleicht um die Moral der Soldaten zu stärken oder etwas in die Richtung.
Moral stärken? Ich will gar nicht wissen, was das bedeutet. Aber genug geredet. Wollt ihr jetzt dem Heldenkreuzzug beitreten? Dann nehmt euch Übungsausrüstung und zeigt mir, welche Kampfkünste ihr schon aufweisen könnt. Wir haben kein Interesse am Heldenkreuzzug. Du dagegen könntest noch uns nützlich sein. Was? Wovon redest du, Kerl? Ach, ist mir eigentlich auch völlig egal. Wenn ihr keine Soldaten des Heldenkreuzzugs werden wollt, dann habt ihr hier drin nichts verloren. Geht jetzt. Na schön. Ich will doch. Seid ihr hier, um Heldenkreuzzüge zu ist? Ach nee, jetzt kommt alles nochmal. Ja. Ja, und gehen wir mal, ja. Bam, 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 bam. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Willkommen, meine Kinder. Meine Kirche steht allen offen, die sich in dem Glauben an wahren Gott öffnen wollen. Der wahre Gott auf dieser Welt glauben die Menschen an so viele Götter, welcher ist dann der wahre? Er hat keinen Namen. Das unterscheidet ihn von allen anderen falschen Göttern, denn der wahre Gott braucht keine weltlichen Dinge wie einen Namen. Er ist so mächtig, dass ihn jeder ihn spüren kann. Und wenn ich ihn nicht spüre, was dann? Dann hat euch das Schicksal genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gebracht. Wenn ihr die Macht des wahren Gottes spüren wollt, so obliegt es zunächst euch, eure wahrhaftigen Absichten in Taten umzusetzen. Euer Gott will, dass wir erst Aufgaben für ihn erfüllen, bevor wir seine Zuneigung erhalten? Natürlich! Nur falsche Götter machen den Menschen Hoffnung, sie könnten das Irdische verlassen und göttliche Kräfte erhalten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Göttliche Kräfte, was? Das wird ja immer abenteuerlicher. Oh, der wahre Gott ist allmächtig und in dieser Allmacht in der Lage, auch uns Sterbliche einen Bruchteil seiner Macht zu schenken, falls wir uns würdig erweisen. Und mal angenommen, wir hätten aus unerfindlichen Gründen Interesse daran, was genau würde den wahren Gott denn gnädig stimmen. Wenn ihr wirklich beweisen wollt, dass ihr an den wahrhaftigen Gott glauben möchtet und seine Gunst erringen wollt, so hätte ich tatsächlich eine Aufgabe für euch. Ich hatte vor einiger Zeit eine junge Frau in meiner Obhut, die sich dem wahren Gott verschreiben wollte. Sie lehrte fleißig die Schriften über den wahren Gott und schien sich in kürzester Zeit zu meiner rechten Hand zu entwickeln. So viel Hoffnung habe ich in sie gesetzt, dass sie einmal eine eigene Kirche des wahren Gottes führen kann. Sie war so talentiert, so fleißig und engagiert. Sie konnte die Menschen so brillant überzeugen. Doch dann wurde ihre gesamte Familie beim Vampirangriff getötet. Das war der Moment, an dem sie sich veränderte. Sie verfluchte den wahren Gott und wendete sich den falschen Göttern zu. Ich konnte sie nicht mehr erreichen. All meine Worte konnten sie nicht mehr davon überzeugen, dass das aus einem guten Grund passiert ist. In den darauffolgenden Wochen veränderte sich grundlegend ihr Wesen und ihre Einstellung. Bis sie eines Nachts aus Baselland verschwand. Zunächst dachte ich, sie begibt sich auf eine Reise der Buße, um wieder das Bekenntnis zum wahren Gott zu finden. Stattdessen überzeugte sie mit ihrer Redegewandtheit einen Menschen nach dem anderen, mit ihr einen Tempel zu bauen, mitten in der Wüste. Und statt in diesem Tempel den wahren Gott zu huldigen, widmete sie Tempel den falschen Göttern. Könnt ihr das glauben? Wie könnte sie nur so vom Weg abkommen? Wir sollen sie wieder zum wahren Gott zurückführen. Wie stellt ihr euch das vor? Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Bitte versucht es. Doch, falls ihr nicht mehr auf den rechten Weg zurückfindet, so möchte der wahre Gott, dass ihr Treiben ein für alle Mal beendet wird. Mord im Namen des Glaubens, das gab es ja noch nie. Wenn ihr eine Lösung dieses Problems findet, werdet ihr die Gunst des wahren Gottes erlangen. Und ich kann euch versprechen, dass sich dies für euch lohnen wird.
Na schön, mitten in der Wüste östlich von Basilan, sagte dir. Wir schauen uns die Sache mal an. Will der wahre Gott den Weg führen? Oh, ich bin alt. Bischof Asmodeus. Asmodeus. Ist der weiseste Mensch, dem ich jemals zugehört habe. Diese Kirche hat mir schon unendlich viel Kraft gegeben. Ich werde ihr all meine Filar vererben. Oh je. Du glaubst an Gott, damit er dich in dieser Welt vor den Vampiren und allem anderen Unheil schützt? Bischof Asmodeus sagt, dass Gott unseren Seelen ewigen Frieden schenkt. Selbst wenn wir uns auf dieser Welt nicht mehr schützen können, werden unsere Seelen unendliche Freude spüren. Eure Seelen? Nun, ich will dein Glauben mir nicht in Frage stellen, aber spart euch die Worte. Mich kann niemand mehr vom Gegenteil überzeugen. Ich bin alt. Und werde in dem Gedanken sterben, dass meine Seele unsterblich ist. Wenn es dir hilft, das Leid auf dieser Welt zu ertragen. Nun, ja, ihr Glaube ist auch ein Glaube. Wer bist du denn? Hallo Fremde! Seid ihr hier zu beten? Papa hat gesagt, ich soll jeden Tag für unser Wohlergehen beten. Damit der liebe Gott für euch sorgt, schickt euch jeden Morgen ein leckeres Brot und guten Wein. Und wann trinkst du schon Wein? Was? Macht ihr euch über Gott lustig? Gott bringt kein Brot oder Wein. Gott schützt uns vor dem Bösen dieser Welt. Was wäre, wenn ein Vampir direkt neben dir stünde und du wüsstest es noch nicht einmal? Würde dein Gott dich schützen? Nur wer in Gott vertraut, wird seine Liebe seinen Schutz spüren. Dann pass lieber gut auf, dass es nicht trotz dem Schutz deines Gottes ein kleines Unglück passiert oder gar ein großes. Aske, jetzt hör schon auf, dieses Mädchen einzuschüchtern. Ich mach da einfach zu viel Spaß. Irgendwann kommt der Moment, an dem dir das alles noch leid tun wird. Reines Wunschdenken, Walner. Reines Wunschdenken. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was das für eine... Was ist denn das überhaupt für eine Verteilung an... guck mal, das ist genau mein Level. Krass. Ja, machen wir das als nächstes. Aber erstmal hier so... Oh, hat hier jemand Geburtstag? Warte mal, wir sind immer noch in der angeblichen Kirche, ne? Warum gibt es da überhaupt so ein zweites Stockwerk? Ein Bild von dir allein. Oh man, die traurig. Die traurig. Das nehmen wir für Lariana mit. Welche Nummer 4. Wo wohnt Lariana eigentlich nochmal? Ich nix wissen. Moin! Moment, der sieht aus wie so dieser Typ, der seine Frau... Naja. Ah, willkommen, werte Reisende. Seid ihr hier, um in der Kirche Unterschlupf zu suchen und euch ein wenig auszuschauen? Nein, sind wir nicht. Oh, aber ich sei versichert, dass unser Gott allen Reisenden ein warmes Bett und ein frisches Brot bereithält. Ein frisches Brot. Alles, was er im Gegenzug verlangt, ist eine kleine Spende im Klingelbeutel. Sollten wir bei der Bedarf im Bett und etwas Brot haben, denken wir daran. Unsere Türen stehen euch immer offen. Wir sind ja alle verrückt. Alter, 2 Goldbarren? Nice. Aha, was ist in dem Fass? Nix. Schade. Ba, 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 ba. Schon wieder so eine Statue. Excuse me?
Die Kirche hat offenbar auch ein kleines Geheimnis. Leider brauchen wir den richtigen Schlüssel, um hier reinzukommen. Das ist ganz viel Blutessenz. Nette Schatzkammer, das Gold sollten wir uns irgendwann holen. Irgendwie. Müssen wir erstmal den Schlüssel finden. Yo, Quakuli! 1250. Cheers! Danke, was erfreut dich denn so? Ist das das Gameplay oder ist es das Gesicht? Oh Gott. Oh je. Endlich passt mal einer meiner Smileys zu irgendwas. So, ich schätze mal, den Schlüssel hat der Typ. Und wenn wir den wegmachen oder so, dann können wir da unten rein.